Hey Freunde, ich bin der Thermobo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Dragon Ball Sparking Zero. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir gegen Zamasu gefightet und dann gab es noch einen zweiten Fight und wir haben mitten auf die Fresse gekriegt. Das wird lustig. Mehr oder weniger. Oh mein Gott, ich bin erschöpft, was soll ich machen? Direkt durch das Ding aufladen. Ja, okay, als ob er ausweichen kann, der Drecksack. Hallo, darf ich auch mal was machen? Au, ja moin, Digga. Chill doch. あなたの家族がどうなったか知りたくはないです。いや、OK、wie kann er meine Combo aufhalten? いや、OK、chill doch。悪は不要な存在。Oh mein Gott。いや、jetzt。どこからがいいかな？これがスーパードラゴンボールだ。お前の体と入れ替わる。Oh mein Gott、was soll ich hier machen?Wie soll ich alleine gegen Zamasu und Black gewinnen? Digga, der Typ macht mich komplett fertig. Ja, ich bin schon wieder tot. Ja, moin. Oh mein Gott, wie... Oh mein Gott. Okay, ich muss auf jeden Fall nach der Folge hier Ding... offscreen mal nochmal das Training ansehen, weil sonst wird das in Zukunft ein bisschen sehr schwierig, hier die Fights zu gewinnen. Ja, okay, chill doch, Mann! Ach, Digga, dodge das natürlich. Willst du mich eigentlich verarschen? Und vor allem, wie weit fliegt der Typ weg? Jetzt hat sie ihn erwischt. あなたの家族がどうなったか知りたくはないですか。さて、どこからがいいかな。俺がスーパードラゴンボールは、お前の体と入れ替わった後、地球へ立ち込む。本当に入れ替わっているのか。そこには俺の体に驚いている孫悟空と、それを見て怯える家族がいる。まあ、人ごてに何をした。孫悟空、お前の怒りが心地よいぞ。受けろよ、我が刃。うん、haben wir gewonnen? Oh mein Gott!
Oder war es nicht in genug Zeit besiegt? Ich habe keine Ahnung, das Level ist so schwer hier. Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Spin-off gibt zu dem oder nicht. Keine Ahnung. Da Son Goku und die anderen es nicht mit Goku, Black und Zamasu aufnehmen können, haben sie schwere Verletzungen davongetragen. Weil Trunks ihnen durch seine Hilfe Zeit verschafft, können sie in der Zeitmaschine zurückkehren. Wie kann man diese beiden nur besiegen? Son Goku und seine Freunde werden in die Ecke gedrängt, aber Piccolo hat die Idee, dass Muten Roshi helfen könnte. Nach dem Erlernen der Fesselungswelle erhält Son Goku ein Glas von Muten Roshi und geht direkt dorthin, wo Trunks und die anderen sind. Sofort trifft er auf Goku Black und Zamasu, die die Zeitmaschine vor seinen Augen zerstören. これでもう帰ることはできない。この世界がお前たちの墓場になるということだ。笑わせるな。俺たちが帰れないということは、ここがお前たちの墓場になるということだ。棺桶も用意してある。少々小さいが我慢しろ。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。おいカカロット、壺はどうした？いけねえ。タイムマシンの中だ。このバカが。まあいい。拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。Oh Gott, nochmal. Fighten. Ja, nochmal. Oh, komm her, Zamasu, ich mach dich weg. お前今これで十分。ミロ前菜、怒りのパワーに変えたことで、俺はまた新たな力を手に入れたぜ。神の怒りの強さがいかほどのものなのか、その身に刻み込め。強敵との戦いが私たちをさらなる高みへと運んでくれる。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。待て。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けるか。ザマの姿、ザマス、一体何があったというの？私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら、私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。仕方がない。遊びは終わりだ。一応神を冒涜し続ける人間でも真の神の力を見せるとした。木は熟したということか。人間
間どもよ。我々の輝きひれ伏すのだ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に正義を。創世の始め、聖なる激励。まっそれ、これが神の。Oh mein Gott, du musst beide down kriegen, soweit wie möglich. Also bis zu einem gewissen Punkt, dann fusionieren sie sich. What the hell? Uff. Wie soll denn das gehen, bitte? Kami ni sashizu suru na, ningen! Ramiko nashita! Aya! こちら、まだまだ。美しい世界のために。こっちだ。いや、負けるか。弱いな。見ろ前菜、怒りを川に変えたことで俺はまた新たな力を手に入れた。神の怒りの強さいかほどのものなのか、その身に刻み込め。強敵との戦いが私たちをさらなる高みへと運んでくれる。お前にはこれで十分だ。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。待て。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けぬか。無事か。なんかあいつ弱ってんぞ。アンクスが何とかしてくれたって言ったな。なんと無様な姿だ。ザマス、一体何があったというのだ。私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら、私たちの理想はつゆと人間どもよ。我々の輝きにひれ伏すのだ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に正義を。創世の始まりだ。我が姿は正義、我が姿は世界。あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい、不死にして最強の神、ザマスを。トランクス、ブルマ課長。はい。ふざこか。恨みっこなしだ。おあやあ、聖なる激励、これが神の怒りだ。聖なる激励、よーけ、これが神よ、断罪してやる。この命をもって償え。我らの正義が宇宙を満たす。今日、この日、この時より宇宙に新生が始まる。Ja, okay, その歴史に刻む名はザマス。
永遠の正義を歌うものだ。Oh, ich war, glaube ich, zu langsam, oder? Ich glaube, ich war zu langsam. Hier gibt es, glaube ich, ein Spin-off. War, glaube ich, gerade ein bisschen zu langsam. Boah, der Schweid ist... Der Schweid, genau. Der Schweid ist schwer. Meine Kraft! Diese Welt wird ein Schild von Menschen! Alle Wünsche in diesem Angriff kommen! Garrick Ho! トラックス力を出し切れ。はい。こしゃくな人間どもめ、消えろ。ザマサ、おめえの光全部消してやる。悪しき者を貫け、聖なる激凛。神に逆らう知恵者が！ Ich hätte auch die anderen glauben, sie haben mit dem Gallic-Strahl und Son Gokus Kamehameha gewonnen. Doch dann beginnt der Körper des fusionierten Zamasu sich zu verändern. Yatsu no karada no hanbun wa black. Fujimi janai karada ga Fujimi no karada ni eikyou o ataete iru toyu no ka?Jetzt braucht sie eine noch größere Macht, um Zamasu zu zerstören. Son Goku erklärt Vegeta seine Idee. Vegeta, Chikara kaishite kure. Potara da yo. Ora tachi mo gattai suru da. No, fuzakeru na. Kisama to gattai nado nido to gomen da. Ora tachi futari ga gattai shite, chikara awaseru kure de nito.あいつをぶっ倒すことはできねえ。おめえだって分かってんだろ。悟空さん、これを。サンキュー。ほらよ、ベジータ。そういや、メイに合体したときは二度と戻れねえって言われたけど、戻れたな。なんでだ。ポタラでの合体効果は海王神でない者同士では1時間しか持たないそうなんです。ちゅうことは1時間の勝負だな、ベジータ。黙れ。それ以上何か喋ったらやってやるぞ。1時間耐えてやる。Kommt jetzt wieder Super Vegeta? ベジータ、もう一度力貸してくれ。貴様と合体なんぞ、二度とごめんだというのに。よっしゃ。何者だ。さあ、カムションベゲット。あ、こっちも一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。そしてこれがベジットブルー。見せてやるよ。そんな変身で神にかなうと思うな。さあ決着をつけようぜ。カメハメハ。そうだ、こっちだよ。ふざこうな。ふざこうな。ふざこうな。ふざこうな。よー、お前はもう不死身じゃねえし、人間はゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。合体した今お前の体にはどうしても残っちまうんだよ、孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。サイヤ人孫悟空よ、お前は
それありながら神をもしのぐ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそお前は孫悟空と一つになることで人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだ。ああ言えばこう言うだな。おっしゃー、遊びは終わりだ。これでおしまいだ。オペトジオジヘッツプリーズ。はい、やれカメハメハ。こんなもの再び上がる。Yes! Gewonnen! まだ1時間経ってないのに。 Yes! Gewonnen! Oh mein Gott! Als sie Son Goku und Vegeta trennen, sieht es noch schlimmer für sie aus, aber es ist nicht alles verloren, da Trunks sie rettet. Kami mo ningen mo nai! Jibun igai o shinji nai omae ni! Ore wa make nai! Tanjiru, minna no chikara o ore ni kaste kure! Trunks sammelt das Ki aller überlebenden Sterblichen, gibt es in sein Schwert und benutzt die Klinge, um Zamasu niederzustrecken. Aber gerade als alle denken, Zamasu wäre ein für alle Mal fort, hüllt er die Erde in seinen körperlosen Form ein. Die Menschheit außer unseren Helden ist verloren. Kann Zamasu Geisel wirklich nicht aufgehalten werden? Die Situation scheint aussichtslos, doch Son Goku hat eine Idee. Na, Kaioshin-sama, この世界の全王様ってまだいるんかな？もちろんおいでだと思いますよ。何者であろうと全王様だけは倒せません。Als er diese Worte hört, holt er den Knopf heraus, der der große Zeno ihm gegeben hat, damit er ihn jederzeit herbeirufen kann, und drückt ihn. Damit erscheint der große Zeno in Trunks Welt und wird von Son Goku gebeten, Zamasu auszulöschen. Allerdings ist Zeno nicht von der deprimierenden Welt beeindruckt, in der er gerufen wurde, und beschließt, stattdessen den Planeten zu zerstören. Son Goku und die anderen eilen zur Zeitmaschine und können gerade noch entkommen. Trunks und sein Freund haben ihre Heimat verloren, erfahren aber von Whis, dass sie vielleicht in dieselbe Welt vor ihrer Vernichtung zurückkehren können. Mit Whis' Hilfe versiegeln sie Zamasu dieser Welt. Nachdem sie Trunks von Son Goku und den anderen verabschiedet hat, bricht er zum nächsten Abenteuer in seiner neuen Welt auf. Boah, das war ein heikler Storyteil. Holy shit, Future Trunks Arc. Und es ist immer noch nicht fertig. Holy shit. Universums Überlebensarc. Hat's hier jetzt eigentlich Dings gegeben? Das sind Cutscenes. Für eine Fusion. Nicht verstrichener Zeit besiegt. Ah, das zweite Level. Auf in eine dritte Zukunft. Also ohne Fusion. So schnell wie möglich sie besiegen. Uff. Nicht in verstrichener Zeit besiegt. Okay, bevor wir die Spin-Offs machen, muss ich offscreen höchstwahrscheinlich noch üben. Damit wir hier ein bisschen besser vorankommen. Weil sonst wird das ein Struggle, diese Spin-Offs zu erreichen. Universums Überlebender Arc. Okay, wir werden sehen, was es sich hier handelt in dem Arc. Mal schauen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen. Schau gerne mal in anderen Projekten vorbei. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Thank you.